Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal einem random SBB, wo uns Siri, ich meine wirklich die Siri hier vom iPhone, Mann. Also keine Produktplatzierung oder so, Leute. Auf jeden Fall bestimmt ihr uns heute eine Icon, eine random Icon und mit dabei heute zu diesem legendären Video, zu diesem legendären random SBB. Ein neuer Gast, Leute, meine Damen und Herren, stehen Sie auf für den allerechten Simon Pazzo, was geht? Moin Leute, herzlich willkommen hier von einem SBB-Jüngling. Es ist tatsächlich mein allererster. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns Siri heute aufs Parkett zaubern wird. Ich bin sehr heiß. Ja, Mann, da heißt wie Frittenfett, Leute. An der Stelle könnt ihr jetzt schon mal, wenn ihr das Ganze hier feiert, natürlich einen Daumen nach oben lassen. 1000 Likes wird da ganz easy drin sein, Leute. Und natürlich auch ein kostenfreies Abo, denn eine Folge und sowas ist kostenlos. Ihr könnt mich damit supporten. Beim Simon gerne auch. Das Ganze abchecken ist unten der erste Link in der Videobeschreibung. Der zweite, dritte führt zu Ineval für die günstigsten PSN-Karten, dies, das. Und dann würde ich sagen, Leute, wir werden uns jetzt hier auf den Transfermarkt bewegen. Ich habe mich da schon hinbewegt, ja. Ich bin hier auf Basis Icon, habe ich bei Qualität eingestellt. Okay, würde ich sagen, gehe ich also, oder willst du? Weißt du was, mach du mal zuerst. Mach du mal alles zuerst. Klar. Hey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 12. Eine zufällige Zahl zwischen 0 und 12. So, Leute, ihr seht, wir haben die 10. Wir bewegen uns jetzt auf Qualität, auf Transfermarkt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bitte 8, 9, nichts zu Heftiges für Patzo. Es ist die ukrainische Legende Andrei Schewtschenko. Aber ist ein Stürmer, der passt sogar gut ins Team rein. Wir haben das Team nämlich so gebaut, dass die Icon auf jeden Fall in Sturm kommt. Ich krieg gleich einen Petritschek, ich weiß jetzt schon. Und ich sehe, der Mann hat Powerschuss Plus und das ist dieses Jahr ein absolutes Brett. Oh nein, Brett. Der wird was kostet der? Dinger reinschallern. Ich habe ihn jetzt hier gerade für 200.000 Preisvergleich. Ja, so um die 200.000 Münzen. Das ist auch gar nicht mal so eine krasse Abschluss-Icon. Also das geht sogar noch einigermaßen. Okay, Simon. Hey Siri, nenn mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 12. 9. Okay, ich habe die 9 bekommen. Ich halte es mir hier nochmal so rein. Warte, jetzt sieht man es, glaube ich. Okay, die 9. Wir zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Wie hast du? Ein Lineker. Ja, was soll ich dir da erzählen? Ja. Ich sag dir, als Stürmer in der Formation, wie wir es gebaut haben, ist ganz geil, aber Lineker willst du jetzt eigentlich nicht haben. Ja, okay. Ja, willst du nicht haben. Leute, wenn wir das mal irgendwie machen sollen mit Mindestpreisen und so, aber wir haben auch die zweite Woche von FIFA erst, das dürft ihr jetzt ja auch nicht vergessen, von daher könnt ihr das gerne mal in die Kommentare reinschreiben, dann würde ich sagen, bauen wir uns kurz ein Team und sehen uns gleich wieder. Let's go. Freunde, wir haben die Teams gebaut, dies, das. Ich würde sagen, ich halte mal zuerst rein, dann kannst du es reinstellen und mein Boot ist jetzt aber auch drin, also jetzt kannst du dann loslegen, genau. Okay, dann fangen wir auf der linken Seite an mit einem portugiesischen Weltspieler. Der Mann ist bekannt dafür, dass er immer lächelt, während er spielt. Ich glaube, du weißt schon, um wen es geht. Es geht um Rafael Leão auf genau, dem ja, Flügel. Klares Ding. Und rechts wird es sehr, sehr teuer. Es wird sehr, sehr teuer auf dem rechten Flügel. Und zwar Ousmane Dembélé. Final. Junge, Leute, also ihr müsst dazu wissen, ne? Pazzo hier, der ist E-Sportler geführt und natürlich auch Content Creator, dies, das, aber der Mann ist sehr, sehr gut in der Wochenendliga, in der wunderbaren Spaßliga. Ich habe aufgeschrieben, Vinicius Junior, weil ich wirklich nicht wusste, was du für Coins, ob du jetzt hier 5k okay, Spieler nimmst oder 500k Spieler und Ousmane Dembélé. Ja, also kannst du rausmachen, den Hasen. Und dann, wow. Ja, es ist doch wunderbar. Kannst du mal sehr gerne einen, warte, ich überlege gerade, einen Bronze-Keeper reinhauen. Ja, deiner Wahl sogar, kann vom SC sein. Also. Und genau, machen wir mal so. Da kracht es aber schon ordentlich in den ersten Positionen. Ich dachte, da bin ich jetzt sicher. Ja, sehr gut. Ja, aber wir heißen den guten, wir nehmen wir hier den guten Sava. Willkommen Sava. Aus der rumänischen ersten Liga, auch bekannt für einen sehr starken Vollspannschuss. Ja. In der Jugend hat er mal, glaube ich, auf Außen gespielt, hat er mal zu mir gesagt. Ne? Bis zu 16 tatsächlich, dann kam der Wachstumsschub. Und dann ging es ins Tor. Ey, dann würde ich sagen, fahre ich mal fort, ne? Aber ich meine nicht die Automarke, sondern mit meinen Spielern, ja? Weißt du, wie ich es meine? Computer sagt nein. Und dann kommen, Leute, wir kommen mal zu meinem 10er. Z2M ist einmal Lionel Ancada Messi. Ist entspannt, Leute, weil ich nämlich mit einer Icon, das ist wie Grillen unter Wasser. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, das kannst du aufschreiben, was du willst. Man hat es wahrscheinlich nicht. Messi und dann vorne brauche ich natürlich jemanden aus der gleichen Liga. Es ist eine Special Card, selbstverständlich. Hat gute Stats sogar. Und zwar der gute Tommy Taylor? Nee, er ist Robert Taylor, der allerechte. 91 Pace. Ich hoffe mal, der kann das da vorne. Ja, das ist ein solider Call. Der Mann kann das, habe ich auch schon in den ein oder anderen Draft, glaube ich, gespielt. Guter genau, Mann. Ja. Ich habe auch geschrieben, Antoine Griezmann und Jamal Musiala. Griff ins Klo. Ja, Retalk jetzt. Ich wollte mit dem, wie heißt er? Griezmann wollte ich gehen, ne? Ich meine, das ist krass ernst. Wollte, hätte, Fahrradkette.
Ja, das Wort zum Sonntag, Leute. Obwohl das Video gleich am Montag kommt. Perfekt, am maximalen Montag. So, wir gehen rein vorne mit dem Mittelfeld. Auf der 10 eine alte FIFA-Legende. Da haben wir den guten Paulo Dybala. Ich kann mich an seine Team of the Season Karte erinnern. Ein richtiges Brett auf jeden Fall. Linken ZM, ich glaube, den kannst du haben. Den brauchen wir nämlich für den Link. Ein portugiesischer Spieler, auch aus der Serie A. Bei dem habe ich ein bisschen Eierflattern. Renato Sanchez, den rechten Sechser, den willst du nicht haben. Da gehen wir nämlich in eine neue Nation. Und das ist der gute Leon Goretzka mit dem 45er Bizeps. Ich kann das nicht. Leon Goretzka ist wirklich... Ja. Ey, weißt du, wen ich aufschreiben würde, Leute? Ich schwöre auf meine Icons, die ich dieses Jahr hier schon gezogen habe. Ist ein Weirder, ich weiß, aber trotzdem, ich habe aufgeschrieben Musiala. Dann wollte ich aufschreiben Goretzka. Hab's aber nicht gemacht, weil ich gedacht hatte, nein, ich gehe auf safe auf alle drei Ligen, dass ich vielleicht noch irgendwie was habe. De Bruyne, Kevin hat die Bruyne. Und Gayo, nämlich das ist der Perfect Link zu Dembele. Boah, da hast du dir wirklich was überlegt, aber leider. Weh, Alter. Ja. 0 von 3, ne? Ja, so ist es. Leute, 0 von 3, aber ich hoffe, du auch gleich 0 von 3. Ich start mal rein, hältst du rein? So, meine Mittelfeldspieler, ich halte rein. Ja. Okay, ich hoffe, du hast das Board auch in der Kamera. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal zu meinem linken Zentrumspieler, Leute. Das ist eine nicht Non-Rare-Karte, weil das Menü so leckt, sondern es ist eine gold-seltene Karte. Natürlich, es wird einmal Jamal. Musiala ist für mich eigentlich somit meine Lieblingskarte dieses Jahr in diesem FIFA. Dann im ZTM eine Special-Card, und zwar das wird der gute hier. Wo ist er denn irgendwo? Konrad Leimer. Genau, hier diese Road to the Knockout hat eine sehr, sehr gute Karte, muss ich sagen. Also die könnte echt krass werden in Zukunft, ja genau. Und rechts, den braucht ich nur für Chemie, kann ich dich schon mal spoilern. Ist ein Argentinier, ist MLS, deswegen kommt Messi und Tom Taylor da vorne ein bisschen auf Chemie. Es wird Almada. Und den könntest du echt, den wirst du zu 90% aufgeschrieben haben, aber ist okay. Also Almada haben wir nicht. Dafür haben wir Musiala, den Jamal Musiala. Da kann auf jeden Fall ein Bronze-Teuter rein. Dann habe ich noch Leon Goretzka drin stehen, den ich auch bei mir drin hatte. Da war die Wahl Leimer oder Goretzka. War vielleicht auch kurz bei dir eine Option. Und dann bin ich mit einer komplett anderen Liga noch mit Frankie de Jong. An Almada habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber, okay. Ja. Bin ich zufrieden. Ja, machen wir mal Musiala raus, Leute, und sehen uns wieder bei den Außenverteidigern. Geil, Mann. Leute, wir kommen mal zu dem rechten und linken Läufer beim guten Simon aka Pazzo. Ich würde reinhalten und genau, ich bin gespannt, was das da. Es sind zwei relativ offensichtliche Wahlen. Der linke Läufer, der Schienenspieler, Theo Hernandez. Ach, Digga, auf, das wirklich, ja. Auf der rechten Seite haben wir eine Special Card, vielleicht gar nicht so offensichtlich, der gute Jonathan Klaus von Marseille. Kleiner Fun-Fact am Rande. Der Mann hat vor ein paar Jahren noch in der Verbandsliga Südbahn gespielt, die wir letztes Jahr mit dem FC Denzling gewonnen haben. Wollte ich mal kurz reinwerfen. Das ist mein Außenverteidiger. Tatsache. Junge. Nicht schlecht. Also ich kann dich mal ganz entspannt beruhigen. Ich habe die nicht aufgeschrieben. Also einen Theo Hernandez, sage ich ehrlich, das ärgert mich gerade, weil ich bin mit Kashaoui gegangen. Das ist auch wieder die Dame von Paris Saint-Germain. Ich habe gedacht, du baust mir noch ein paar Damen ein. Frauenheld Simon Pazzo deswegen. Und rechts Joshua Kimmich wäre perfekt gewesen. Alternative Position, weißt du, jetzt da so ein bisschen... die es das machen können, aber ja. Ah, der wäre ein Brett gewesen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter rein und ich halte die Läufer bei dir rein. Der linke Verteidiger und der rechte Verteidiger. Ja, das machst du überragend. Pass auf, ich gehe mal rechts rein. Leute, ihr wisst ja Bescheid, ich habe nicht das VfL-Trikot heute mal umsonst an, denn ich gehe rein mit einem guten Kollegen. Leute, super Junge ist das, kann ich euch aus mehreren Erfahrungen berichten. Es wird Riedle Baku, den ich jetzt hier hoffentlich irgendwann mal finden. Ich habe den noch nicht im Verein. Okay, also auf jeden Fall Baku wird's rechts und auf der linken Verteidigerposition also jetzt nicht ebenfalls eine Dame, sondern erstmals eine Dame, und zwar die gute Julia Gwin. Oh, die gute Julia. Ja. Da hast du auf jeden Fall zwei super Picks rausgehauen. Ja, oder? Kann ich dich auch schon mal beruhigen. habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Ich bin mit Alphonso Davies und Hakimi gegangen. Aber die deutsche Außenverteidigerzange, die ist weltbekannt. Hey, und jetzt habe ich ihn hier doch drin. War ich gerade blind, Leute? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, das ist krass ernst. Ich glaube, ich bin absolut blind. So, wir haben bei den letzten drei Positionen nochmal ordentlich was zu ackern. Da ist jetzt auch echt die Chance hoch, dass du, glaube ich, sogar zwei Dreier rätst, weil echt noch viel Chemistry fehlt. Wir haben in der linken Innenverteidigung die würden Jürgen Kohler. Du darfst ja noch einen Hero nehmen. Nämlich. Nebendran gehen wir nicht mit dem Bruder von Theo, sondern mit dem guten Presnel Maestro Kimpembe. Schwierig. Und im Tor haben wir dann noch den Perfect Link zum Leon Sven Ulreich. Nee, Spaß. Wir gehen natürlich mit dem Manu und hoffen, dass du ihn
nicht gepickt hast. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich den Joker mit dem Torhüter schon reingepackt habe da vorne, denn ich habe aufgeschrieben, Upamecano, weißt du, das hat sich angeboten wegen Franzosien und, Frankreich meine ich, Franzosien wahrscheinlich, alles gut. Upamecano, Kimpembe, Presnel und dann im Tor halte ich fest. Ich habe wirklich auch Perfect aufgeschrieben, aber ich habe mich gerade schon gefeiert, weil ich habe einfach Sven Ulreich aufgeschrieben und ich kann das nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe Neuer, kannst du auch ausmachen. Nein, Junge. So, sehr gut. Sehr gut. Zwei Bronzen nochmal reingesniped. Gut. Ah, den guten Simon vom VfB Stuttgart. Okay. Der Namensvetter ist drin. Ah, damit steht meine Elf. Und ich würde sagen, ich halte direkt rein. Genau. Bei dir hast du es ja super gemacht. Du hast klasse gebaut. Das ist, glaube ich, komplett freie Wahl. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, halt, ich halte rein. Genau, Bob der Baumeister, Leute. Übrigens nur ein Bronze hat hier drin, Philipp Schulze. Grüße genauso wieder vom VfL. Super Typ, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Aber ich habe natürlich zur Feier des Tages, Leute, dass hier einen Simon Pazzo auch mal SBBs macht, bin ich in eine nochmal andere Liga gegangen. Und somit habe ich wirklich, glaube ich, gefühlt einen Weltrekord aufgestellt mit Ligen oder sowas. David Alaba so rum, dann Antonio Rüdiger und im Tor als Hüter des Vertrauens wird es Marc-André Ter Stegen, der für mich mit der beste Keeper übrigens im ganzen Spiel ist. Ja, also das war klar, da habe ich nichts gecallt. Ich bin in die französische Liga mit Kimpembe, Lukas und Donnarumma. Der Stegen im Tor. Der wird gegen meinen Zaber auf dem rechten Flügel trotzdem seine Probleme bekommen, da bin ich mir sicher. So ist es. Leute, dann würde ich sagen, habe ich hier einen fast Full-Team. Simon hat, glaube ich, da drei Bronzen drin. Laden wir uns einen. Zwei, okay, ja, mach. Warte mal, du musst drei drin haben. Ich hatte Kimpembe und Neuer gerade. Kimpembe hattest du auch? Natürlich. Ja, besser ist es auch, Leute. Dann würde ich sagen, laden wir uns einen in unsere Lieblingsfußballsimulation und sehen uns gleich wieder. Let's go. So, Simon, zeig mal her den Hasen hier. Simon Desio hinten einfach im Tor. Rafael Leão und Shevchenko. Ah, der Shevchenko hat den Haber in den Game? Ich hoffe es doch. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber müsste eigentlich. Sind das mal so gefährlich? Simon? Gefährlich. Ja, er hat eins. Ein wunderschönes Good Kick in die Runde. Good Kick. Auch ein faires Spiel. Möge der Bessere gewinnen, oder? So ist es. Wenn der Mann einen trifft, dann diskarte ich zusätzlich. Warte mal, das habe ich gar nicht eingegeben. Leute, das sah voll krass aus, aber das habe ich gar nicht. Und oh mein Gott, wieso macht der jetzt hier einen Gewinn? Das ist ja der Wahnsinn. Max Malekow, wow. Ah, Tommy Taylor wieder mal mit einem feinfüßigen Dribbling, Leute. Ich weiß nicht, was da mit meinem Controller los war. Der hat das selber gemacht. Wir gehen 1-1, ne? Das lass mal reinlatzen, das Ding. Digga, was war denn das? Könnte man meinen, aber dieser Trade dieses Jahr ist tatsächlich anders stark wie Wehrgang. Oh nein. Also für den Spruch gibt es jetzt ein Tor, sage ich dir ganz ehrlich. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Und jawohl, guck mal da, das ist kein Abseits, das ist aber Tommy Taylor und der pennt ein, aber macht die trotzdem nicht, du passt. Oh mein Gott, was habe ich hier gerade gesehen? Oh. Das kann es nicht sein. Wieso macht der nicht einen Torjubel? Gary, die Schnecke mit dem 2-0, das muss ich sagen, Tor des Jahres, Sportshow, wenn ihr das hier seht, könnt ihr direkt mal hochvoten, das Ding, Kuss. Digga, das war ein ganz dämlicher Zweikampf. Boah, Digga, was sehe ich hier? Das ist ja Wahnsinn. Hat wirklich einen Pfostenfetisch, das ist ja echt einer zu viel. Der zweite jetzt schon, Schulze. Kreuzen. Und jetzt Langecke, Tor. So, wir sind da, wir waren nie weg. Rutsch nochmal. Und es wird nochmal spannend, die letzten 20. Wir haben hier noch nicht aufgesteckt. Aufgeben kann der Schade mit Bayern-Post. Oh Mann, 2 Euro ins Phrasenschwein. Der ist so schnell auch Rüdiger. Gutes Ding. Nein. Da. Chip Gaming. Die Baller. Das macht er nicht. Ich kann nicht mehr. Das macht er nicht. Wie sehr muss er mich hassen, um dieses Ding nicht reinzumachen? Schiri, wir können abpfeifen, ja, da bitte. Jawohl, und das ist der Heimsieg, meine lieben Freunde. Let's go 2-1. Ein richtig schön dreckiger Arbeitssieg. Ja, sehr gut. GG's, Pazzo. GG's, auf jeden Fall. Geiles Spiel hier, vor allem von Tom Taylor. Mann. Am Anfang hat er mit so Dingen reingebrettert. Aber die Ball am Ende, wie der mich da verkauft. Also das ist ja echt eins drüber. Und ein Discord, Leute. Let's go. Ein Discord. Das Team steht. Ich habe die Position geswitcht oder auch nicht, man weiß es okay. nicht. Okay, ja. Ein Asse, einen magischen Pick.
Bitte tu mir nicht weh. Position. Also, pass auf, dadurch, dass es ja das erste SBB ist, ne, hier auf meinem Kanal mit dir zusammen, das ist eigentlich immer erstmal so zum Abschrecken, nimmt man da theoretisch immer erst den Torhüter, damit er dann nie wieder was ins Tor stellt. Mach ich jetzt aber mal nicht, weil ich denke, du bist so ein cleveres Häschen oder Füchschen, keine Ahnung, deswegen gehe ich auf die Position, wo mein Man of the Match stand, rechter Innenverteidiger Antonio Rüdiger, deswegen wird's der. Let's go, rechter IV. Ach, da haben wir, da fällt mir ein bisschen Druck vom Herzen, da haben wir den guten Nani Sayabambu. Oh, ja. Was ist das denn? Wer hast du im Tor? Im Tor habe ich den guten Simon. Ich habe sonst kaum eigentlich was verstellt. Ich habe Shevchenko auf den Flügel gestellt und Dybala auf den linken ZM. Ah, Theo steht noch auf LV. Köhler auf dem linken Innenverteidiger. Deswegen hatte ich da kurz Panik, wo ich Innenverteidiger gehört habe. Ja, Sambo Dambo trenne ich mich gerne. 48 ja, stoßen einfach ab, genau. Ja, stoßen einfach ab, Leute. Währenddessen könnt ihr gerne nochmal einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, den 7 und unten abchecken. Würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.